Oh yeah, Elektroschrott. Huhu, ihr Pfeifen, hier bin ich wieder. Und zwar, weil es unerwartet gut ankam mit meinem zweiten Kaufrausch. Will heißen, ich zeig euch Geraffel, das ich mir gekauft habe. Und unter dem Video hier hat es Links dazu, damit ihr euch das auch kaufen könnt. Und wenn ihr euch das über die Links kauft, dann krieg ich von Amazon dafür Kohle. Und dann kann ich mir noch mehr Geraffel kaufen und Videos drüber machen. Und das finden wir doch alle geil, oder nicht? Ja? Na gut. Gut. Für das Erste, was ich euch heute zeigen will, muss ich euch mal kurz zum Stativ nehmen und hier ein bisschen rumlatschen, weil das, was ich euch da zeigen will, hat keinen Sinn, wenn ich sie auf den Tisch lege. Ja, um zu kapieren, um was es geht, muss ich hier erstmal zeigen, wie ich hier normalerweise Videos mache. Also das da, das ist das Stativ, auf dem ihr gerade wart. Ja? Und das hier ist mein Arbeitsplatz. Und das Erste, was ich mir jetzt gekauft habe, das findet ihr hier. Ich gehe hier mal hin. Und zwar handelt es sich hierum. Das ist letztendlich, wenn man so will, eine Staubzwinge. Ich gehe mal näher ran. Die ich hier an die Fensterbank schrauben konnte. Mit einem langen Teil dran und oben einem Stativkopf. Und dieses lange Teil hier, das ist nochmal, ne, mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Nein, ich kriege es jetzt nicht hin. Das ist in der Mitte nochmal geteilt. Also das könnte man nochmal in zwei Hälften schrauben. Und das verwende ich, um von hier oben Aufnahmen zu machen. Also die habt ihr eventuell in letzter Zeit auch schon gesehen. Das Ganze ist von Kullmann, hat hier unten noch so ein paar andere Pinöppel dran, wo man das dranhängen könnte. Und was ganz cool ist, man kann die Klemme hier, das sieht man hier vielleicht, dass das auch so ein bisschen gebogen ist, die ist spezifisch auch dafür gedacht, dass man so gut zum Beispiel an einen Fahrradlenker packen kann, um dann vom Fahrrad zu filmen oder an einem Balkongeländer. Ich könnte es theoretisch auch da hinten mal an den Tisch, an die Tischkante dran klemmen. Also ziemlich cooles Teil eigentlich und letztendlich für 37,71 €, na mein Gott, kann man jetzt auch nicht meckern. Ja? Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich denke ernsthaft drüber nach, ob ich mir noch ein zweites davon kaufen soll. Thematisch sind wir heute dabei, dass wir ziemlich verklemmt sind und eine Sache, die ich schon ewig haben wollte, um so richtig verklemmt zu sein, ist ein kleiner Staubstock und genau sowas habe ich hier. Das ist einer von Proxon, der kostet 29,99 €. Und ich finde den eigentlich ziemlich cool. Der hat also hier zum Beispiel so kleine Gummibacken, die man da reinklemmen kann, ja, um also empfindlichere Sachen einzuklemmen. Und ansonsten die Teile hier selbst, die normalerweise sind, die haben also auch solche Fräsungen, dass man gut irgendwie was Rundes einspannen kann. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Und was sehr schön ist, na, kriege ich es hier auch nochmal hin. Sehr fix, zu ungeschickt. Man kann also hier dieses Teil lösen. Dann ist da weniger Spannung drauf und dann kann man das hier frei hin und her drehen. Ja? Und ich habe das jetzt schon mehrere Male verwendet, um irgendwelche Teile, wo ich was anlöten musste, festzumachen. Und dann kann man hier drin sehr schön die Sachen festhalten, geht besser als mit einer dritten Hand und kann dann irgendwie löten. Das Teil ist so aufgebaut, dass es unten, ne, also so separat die Schraubzwinge und den Fuß hat. Und es gibt auch noch eine Ausführung davon, ich glaube, die kostet exakt das gleiche. Die hat dann statt der Klemme einen Saugnapf dran. Auch relativ praktisch. Ein paar Leute haben in den Amazon-Rezensionen sich ziemlich drüber aufgeregt, dass es nicht stabil genug ist. Dem gebe ich recht. Wenn man hier ein Stück Metall einspannen würde und damit voller Kraft mit einer Feile dran geht, dann müsste man das hier so stark festklemmen, dass sich nach einer Zeit wahrscheinlich dieses Teil verbiegt. Dafür ist es überhaupt nicht geeignet. Wenn man hier aber kleine, leicht zu bearbeitende Teile anspannen will, was weiß ich, Holzteile aus dem Modellbau, ein Kunststoffteil, das man abfeilen will oder auch mal ein kleines Metallteil, wo man mit einer sehr feinen Feile beigeht, dann ist das Teil echt super. Also da bin ich jetzt wirklich begeistert. Da habe ich jetzt, wie gesagt, in letzter Zeit ziemlich viel verwendet und würde es auch jederzeit empfehlen. Nur wenn ihr irgendwas braucht, wo man also auch wirklich Kraft ausüben kann, ohne dass es sich dann, ne, hier am Kugelgelenk dreht, dann kauft euch lieber einen richtigen Staubstock, der kein solches Kugelgelenk hat. Da werdet ihr mit so einer Mechanik hier nicht glücklich. Wisst ihr, was man unter einem E-Commerce-Hangover versteht? Weiß nicht, seid ihr schon mal am Samstag, Morgen, Mittag oder so an euren Computerarbeitsplatz gekommen, habt auf dem Stammtisch noch eine leere Buddel Whisky gefunden und der Blick in euer Mail-Programm zeigt als erstes, ihre Amazon-Bestellung wurde verschickt? E-Commerce-Hangover. Passiert dem Besten von uns.
die Babys hier, die kennt ihr ja noch aus dem letzten Kaufrausch, ne? Da habe ich mir ja total bekloppt, wie ich bin, irgendwie für 65 Euro ein Set mit Kunststoffpinzetten fürs SMD-Löten gekauft. Und ja, also ich habe in einem anderen Video schon mal gesagt, das hat sich auch gelohnt. Mit den Teilen kann man geil SMD-löten. Vorteil ist bloß gleich Nachteil. Dadurch, dass die ziemlich flexibel sind, ihr seht das hier, wie die sich durchbiegen, hat man vorne nicht sehr viel Kraft. Das heißt, man kann wunderbar so ein SMD-Teil damit durch die Gegend schubsen und hochnehmen, ohne dass es plötzlich Spreuing wegmacht. Ja. Aber man kann halt nicht mal den Widerstand aus einem Breadboard zupfen oder so, weil man einfach nicht genug Kraft an der Spitze hat. Wie ärgerlich. Vernünftige Leute würden daraufhin weiterhin die guten alten China-Pinzetten für 80 Cent verwenden. Aber wer hat gesagt, dass ich vernünftig bin? Ich bin nicht vernünftig und schon gar nicht, wenn ich Whisky getrunken habe. Wenn ich Whisky getrunken habe, finde ich ein paar Tage später das hier in meiner Post. Was passiert? Na, irgendwie muss ich nach dem Konsum von dem guten Iren zu dem Schluss gekommen sein, dass es eine fürchterlich gute Idee wäre, wenn ich mir dieses Set Titanpinzetten von Bernstein besorgen würde. Sind also wirklich schöne Titanpinzetten, sind extrem leicht, sind wunderbar von der Griffigkeit her, ja, fühlen sich toll an, haben ein schönes Täschchen dabei und ja, hier ist noch so eine Spitze dabei, ja, die haben auch genug Kraft, wenn man so, au, shit, wenn man mit denen zugreift, dann greift man damit auch zu. Und was ich bei der jetzt zum Beispiel sehr beeindruckend finde, ich hatte früher schon mal so eine mit so einer Mittelpin hier. Und bei der war das Problem immer, wenn man die benutzt hat, dann hat das Teil gehakt an dem Pin. Und hier, da merkt man einfach die Verarbeitungsqualität bei einem guten Hersteller. Da hakt nichts, da stört nichts, das ist einfach perfekt. Das Spaltmaße sind hundertprozentig perfekt, fühlt sich super an und die Pinzette liegt fantastisch in der Hand. Ist also wirklich ein gutes Teil. Nur, wo ist das Problem? Naja, man muss schon ein kleines bisschen gaga sein, um für das Set hier mal eben 63,04 Euro auszugeben. Ja, gut. Aber wisst ihr was? Auch wenn es vielleicht nicht vernünftig war, ich habe echt Spaß dran. Ich finde diese Teile unglaublich geil. Und eigentlich, ich bereue es überhaupt nicht, dass ich sie gekauft habe. Für die SMD-Lötereien werde ich weiterhin die hier verwenden, weil sie, wie gesagt, einfach fantastisch dafür sind. Aber für alles andere, da habe ich jetzt mal richtig gute Pinzetten. Und ich glaube, in diesem Leben muss ich da keine anderen mehr kaufen. Treue Zuschauer wissen, dass Brot für mich eine sehr wichtige Sache ist. Und Brot bedeutet nicht nur Brot, wo man infantile Zeichnungen drauf machen kann, sondern Brot bedeutet in diesem Fall Breadboards. Tada! Ich sag mal, okay, ist jetzt so am Rande des Themas total verklemmt für heute, aber man klemmt ja auch Teile rein. Ne? Und die Breadboards hier, das sind so ganz schön normale, ne? Hier, ganz normale Breadboards, habt ihr bestimmt schon genug gesehen, die genau eine einzige Besonderheit haben, und zwar die, dass sie pro Stück 3,31 Euro inklusive kostenlosen Versand aus China kosten. Besagter kostenloser Versand hat, glaube ich, ungefähr eine Woche oder so gedauert, habe nicht so genau darauf geachtet. Aber nachdem ich zwei Breadboards, bei denen ich das eine mal abgefackelt und das andere mit Staubensicherung eingeschlonzt hatte, neulich verschenkt habe, habe ich mir gedacht, besorge ich mir noch ein paar und für insgesamt, ja, was weiß ich, 12 Euro, was ich hier bezahlt habe, hervorragender Deal. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sie können scheiße sein, was mache ich dann damit und schmeiße ich sie weg. Ja, bei dem Preis kann man das schon mal machen. Wir kennen das. Das war es mal wieder in ungewohnter Kürze und Bündigkeit. Normalerweise bin ich ja so ein langdauernder Typen. Ich war ehrlich gesagt erstaunt davon, dass ich von mehreren Leuten gehört habe, dass die Art von Video hier eigentlich ganz cool ist und das auch Spaß macht. Insofern werde ich es häufiger mal wieder machen, wenn ich mal wieder so Kaufanfall-Irrsinn habe und ja, könnt mir in den Kommentaren sagen, ob es euch getaugt hat, ob ich es länger machen soll oder kürzer oder mehr Beschreibung, was weiß ich. Ja, macht das ja auch noch nicht so lange. Ansonsten habe ich jetzt eine neue Projektidee. Die Teile dafür sind schon gekauft. Und jetzt machen wir mal schauen, ob das nächste Video der Abschluss vom Schlangomaten wird oder die neue Projektidee. Oder vielleicht doch das Video, das ich mir schon länger vorstelle unter dem Titel Alles ist ein Spannungsteiler. Ja. Gucken, ob ich erkläre, wer machen will oder sonst irgendwas. Aber bis dahin muss ich mich jetzt darum kümmern, dass da hinten auf dem dritten Bildschirm mein Cookie-Clicker halbwegs vernünftig in Gang kommt und sage deswegen zu euch, Tschüssing.